Hallo, liebe Abenteurer, und willkommen zurück zu Far Cry 3, Folge Nummer 3. Ha, wieder ein Zahlenspiel. Wir werden jetzt hier das Lager der Piraten, nicht der Rakete, der Piraten angreifen. Und ich werde mich von hinten reinschleichen. Können wir den irgendwie markieren? Wir haben ja eine Kamera. Hunde. Ich habe Hunde gehört. Wir haben hier Hunde. Ein weißes Blatt. Nehme ich mal mit. Weißes Blatt. Tiare. Die wohlriechende Pflanze wird oft von jungen Frauen getragen. Ihr einfacher Duft wird mit Jungen in Verbindung gebracht, während ältere Frauen denselben Effekt erreichen, indem sie im Blut der Massa... Was? Der Massa kreierten Träume ihrer Männer baden. What the fuck? Sind doch nicht ganz dicht hier. Eliminiere alle Piraten im Außenposten. Das ist jetzt scheiße. Wir müssen sehr leise sein. Vor allen Dingen das Blöde ist, die Hunde, die riechen uns. Huch. Falsche Taste. So. Ist nicht ganz so schlimm, da die Rakete uns helfen. Keinen Plan, wo ich lang soll. Vor allem machen mir die Hunde Sorgen. Ah! Dreckshund! Dreckshund! Lisa, ich bin hier! Alter, die Waffe ist ja der Obershit. Ist ja richtig kacke. Alter! Ich versteck mich mal gerade hier draußen. Ich würde mich gerne mit mir anschleichen. Ich will diese verkackten dreifachen XP. Zack. Oh. Alter, die ist kacke. Na also, das sieht doch schon besser. Jawohl. Schnell und laut. So mag ich's. Ich bin ja eher der Schleicher, wenn ich einen guten Weg finde. Den Hund könnte ich häuten, das will ich aber nicht unbedingt. So, nachladen. Die AK behalte ich auf alle Fälle. Die Pistole ist einfach der größte Shit. So, erstmal alles looten hier. Ein Fähigkeitspunkt, den nehme ich sofort. So, der Hai. Da können wir hier was lernen. Adrenalin. Explosion. Du hättest ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Da muss ich nicht lange überlegen. Das nehme ich direkt. Jetzt haben wir drei Gesundheitsfelder unten links. Diese Striche, die gelben, das sind unsere Gesundheitsfelder. Alles wird wieder gut, Lisa. Sie sind alle weg. Du bist jetzt sicher. Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie ist geflohen. Jason, du bist des Tatau würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Danke. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Ich will zurück zur Sparkasse. Das ist mir zu viel Stress. Ist ja schlimmer als bei Arbeiten. Wo ist denn unser nächstes Ziel?
Ah ja, hier, das ist übrigens die Map. Und das geht noch definitiv weiter. Das war noch lange nicht alles. Eine gigantische Map haben wir hier. Dr. Earnhardts Haus, da müssen wir hin. Da machen wir aber erstmal den Funkturm dann hier. So. Außenposten sicher. So, was haben wir hier? Eine Memory Card. Amphetamine. Ah, hier können wir uns Waffen kaufen. Oder beziehungsweise Munition erfüllen. Inventar füllen. Zack. So. Haben wir noch was, was hier irgendwie glänzt und glitzert oder so? Nichts. Gut. Gehen wir wieder raus. Und ich würde jetzt, um ehrlich zu sein, erstmal auf Jagd gehen. Damit wir uns ein bisschen ausrüsten können. Gegenstände. Rook Island steckt voller Geheimnisse. Zurückgelassene Speicherkarten von Drogenschmugglern, verlorene Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg, von den Rakyat versteckte Relikte. Ja, genau, das werden wir alles auch finden, wenn ihr wollt. Deswegen bitte in die Kommentare schreiben. Die Antwort werdet ihr in Folge 8 wahrscheinlich. In Folge 8 wahrscheinlich erst erfahren. Was? Ja, genau. Nein. Nee. Nee. Danke. Ach ja, Vars Piraten. Okay, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen interessant. Vars Piraten. Dies ist die Geschichte von Vars Piratenhorden. Die zum Vergewaltigen, Plündern und Stehlen auf die Insel kamen. Toll. Die wollen vor allem eins, nämlich Geld. Wow, was für geldgeile Säcke. Egal, was es bedeutet, Vars ist ihr oberster Richter und Hofnarr der Insel. Doch es ist vielleicht deine Machete, die bald auf ihm wartet. Oh yeah. Speicherkarten. Oh, 20 Stück gibt's davon. Was ist die? Kokainformel. Der entführte kolumbianische Drogenbaron gibt endlich die Rezepte seines Kartells preis. Dazu gehört eine außerordentlich effiziente Methode zum Anbau von Kokain, von Coca-Pflanzen, sowie zur Herstellung einer Blätterpaste, aus der man 99% reines Kokainhydrochloridyl gewinnen kann. Wir empfehlen für die Märkte Brasilien, Südafrika, Nordamerika und Australien sofort mit der Produktion zu beginnen. Toll. Waffen. Alter, hier gibt's echt viel. Die AK, C4, Molly. Transport. Technical. Aha, gut. Meine Fresse. Fähigkeiten. Nichts. Herstellung. Waffengurt. Was brauchen wir denn dafür? So, Waffengurt. Ziegenfell. Einmal. Das heißt, wir müssen eine Ziege finden. Nicht herstellbar. Zutaten benötigen einen stabilen Waffengurt, mit dem du zwei Waffen tragen kannst. Das ist definitiv. Und ein Munitionsbeutel würde ich gern. Also Ziegenfell und zwei Wildschweine. Gut. Wildschwein und Ziege. Wildschwein und Ziege. Wir haben... Da haben wir Wildschweine und da haben wir Ziegen. Wunderbar. So, dann fahren wir da mal hin. Ach, das sind Hausschweine. So. Steigen wir mal ein. Scavenger. Das ist das Auto wohl. Das Auto der Rakyat. Da, wo das Ausrufezeichen auf der Minimap ist, da ist unsere nächste Mission. Die werden wir aber erst weitermachen, wenn wir uns ein bisschen ausgerüstet haben. Sonst kommen wir hier nicht wirklich weit. Vermute ich mal, hier haben wir ein Rennen. Das werden wir alles noch machen. Rennen, wir werden hier die Straße. Was ist denn hier die Straße? Da drüben. Ups. Keine Ahnung, wo ich hier gerade lang fahre. Sprich mit Dr. Earnhardt. Pilz in der Tiefe. Ich hoffe, er meint nicht den Frauenpilz. Ha, Witz. Verstehst du? Wie war das? Zwei Wildschweinfälle für Munition und... Hä? Wer hat mich entdeckt? Hallo? Ist da wer? Oh, tatsächlich.
Frag jetzt. Da drüben haben wir ein Lager. Da ist auch noch was. Okay. Also ein bisschen aufpassen. Ich will mich jetzt mit denen nicht unbedingt anlegen. Erst später, wenn wir Möchtegar sind. Erstmal, ah, da haben wir ein Wildschwein. Aber wenn ich schieße, dann hören die das doch. Die kommen doch dann, wa? Da drüben ist jemand gefahren. Ja, wir sind hier nicht ganz sicher in dem Gebiet. Deshalb fahren hier ein paar Piraten rum. Habe ich jetzt Munition aufgesammelt, ja? Da rennen auch welche rum. Die haben Freunde von uns. Das könnt ihr knicken. Wer ist hier das Arschgesicht? Glaubst du, kannst mal meine Freunde klauen, dann hast du dich geschnitten. So, wo ist der andere? Ich glaube, wir machen doch erstmal den Außenposten da unten platt. Da ist die Nummer 2. Nein! 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 Sie haben sie umgebracht. Oh, Alter, ich werde denen so die Kehle aufschlitzen, diesen Wichsern. AK, hat der Munition? Nein. Leiche looten. Wir nehmen natürlich alles mit, was hier möglich ist. Wir brauchen jetzt mal ein Wildschwein. Wo sind die denn? Hallo? Das Blöde beim Jagen, muss man recht ruhig sein und langsam vor allen Dingen sich bewegen. Weil die Tiere sind so braugraun und die sieht man halt nicht hier im Grün. Oder recht schlecht. Schon 2,5 GB. Die Folge ist extrem groß, muss ich sagen. Ich glaube, dass ich die Folge immer ab jetzt in einer Aufnahme hinkriege. Also in einer Aufnahmedatei. Ich habe nämlich irgendwie, ich habe mir das Programm gekauft, aber irgendwie ist da so ein Fehler, dass ab 4 GB der nicht mehr weiter aufnimmt. Daher habe ich das jetzt so eingestellt, dass der ab 3,99 GB immer eine neue Aufnahmedatei anfängt. Also einen neuen Videoschnitt. Und das versuche ich immer zu verhindern. Ist zwar nicht viel Schneidarbeit, aber es nervt doch schon, weil, ja, man vergisst dann vielleicht was von der Folge. Ist dann auch blöd. Da, wo Gras übrigens ist, da kann man laufen. Wo kein Gras ist, also hier an der Felswand oder da unten, da kann man nicht laufen. Da rutschen wir ab. Daher nicht ganz so nah an den Rand. Und keine Wildschweine, das gibt's doch nicht, verdammt. Nichts. Hammer. Granate. Jawohl. Beide ausgeschaltet mit einer Granate. Ich bin der König. Das war es mir wert. Vor allem, wie der weggeflogen ist, Alter. So, Leiche looten. Ich höre Leute. Wir finden hier mehr Piraten als Wildschweine. Noch ein Auto. Nicht stehen bleiben, weiterfahren. Fuck. Okay. Oh shit. Die kommen hier von allen Seiten, ganz ehrlich. Wow. So,
So, ganz ruhig, ganz ruhig. Konzentrieren. Na also. Ich habe gleich keine Munition mehr. Scheiße. Hunde. Au! Was beißt mich denn? Immer langsam. Ach ja, heilen. Spritze. So. Ah! Oh, fuck. Alter, man verliert hier echt schnell Leben. Noch mehr? Alter! So, Leiche looten. Die andere auch. Ich glaube, ich mache da mal wieder... Huch! Ja, da ist es mir gerade passiert bei 16 Minuten. Ich habe jetzt zwei Aufnahmedateien statt eine. Das passiert halt leider. Da haben wir zwei Wildschweine. Reißen die die? Nee, das ist kein Wildschwein. Das ist ein normales Schwein. Scheiße. Wir brauchen aber Wildschwein. Och, fuck. Ich habe mich schon gefreut. Jawohl, wir haben die endlich gefunden. Dann hätte ich in der Folge mal was Tolles gemacht. Aber nein. Oh. Haben wir irgendwo Munition? Nee. Scheiße, hab dich, du Pisser. Stirb, stirb. Ich will doch nur Wildschweine finden, Alter. $388 schon. Alter, Looter King. Da haben wir, da hinten sind Hunde. Oh oh. Sorry. Kommen die jetzt angerannt? Nee. Weil die leben ja meistens. Hausschwein. Gut, ich mache da mal einen Folgenschnitt. Wir sehen uns dann in Folge 4 und hoffentlich haben wir dann ein paar Wildschweine gefunden. Das ist ja kacke jetzt gerade. Na du? Super? Gut, wir sehen uns dann.